Hallo, zack ist wieder Freitag. Was lag die Woche so an? Ihr seht, langsam wird es weihnachtlich. Montag Nikolaus, 6.12. Ich habe mal die Rollen getauscht und war im Astheimer Kindergarten und im Hort als Bischof Nikolaus unterwegs. Ich hatte nur brave Kinder, ich habe also keine Kohlen verteilt. Im Stadtrat das gleiche abends, es war Sitzung am 6.12. Nikolaus-Sitzung, außerplanmäßig, damit wir zwei große Bauprojekte weiterbekommen haben, mein Quartier und Bebauungsplan Obervolkach. Das Thema Bauen hat uns die ganze Woche natürlich auch wieder beschäftigt. Die verschiedenen Bebauungspläne werden weitergetrieben. Wir hatten eine große Besprechung wegen Kita-Bedarfsplanung, dann Videokonferenz zur Baumaßnahme Kläranlage Eisenheim, wo wir auch im Zweckverband mit dabei sind. Wir hatten unser Treffen der Ile-Mainschleife Plus, alle sieben Bürgermeister hier im Rathaus, weil wir dort die Umsetzungsbegleitung besprochen haben und das weitere Prozedere und das Regionalbudget für die Initiativen und Vereine und Bürger für nächstes Jahr, die da auch Projekte anmelden können. Weitere Infos folgen. Dann gab es eine Besprechung zur Zukunftsentwicklung von unserem Bauhof in Volkach. Ich war einen Tag auf Aufsichtsratssitzung Uetsmainfranken. Wir hatten den runden Tisch zum Dschungelpfad mit den Behörden, haben uns da mal ausgetauscht. Es war wieder die monatliche Bürgersprechstunde und jetzt wird es noch weihnachtlicher. Ich habe noch einige hundert Karten zu unterschreiben für Weihnachten, die wir dann entsprechend versenden. Am Samstag ist Trauungssamstag. Es gibt auch drei Trauungen morgen noch für mich und natürlich ganz herzliche Einladungen abends. Am Samstag und am Sonntag die Jahreskonzerte unserer Ensemble im Streaming. Herzliche Einladung. Vielleicht habt ihr euch auch schon euer Package geholt. Ich wünsche euch ein schönes Konzertwochenende.